Was jetzt bei der ganzen Sache wichtig ist, es geht um negative Klimmzüge. Ich hatte mal jemanden Klimmzüge beigebracht, war ein Mathematikprofessor, der war schon 61 Jahre alt und konnte nie einen Klimmzug und wollte die gerne mal können. Wie mache ich das? Das ist doch so schwer. Na, indem ich den Körper mittels negativer Wiederholungen daran gewöhne. Und nach 2 Wochen konnte er seine ersten 3 Klimmzüge. Wir gucken uns das mal an. Ich habe das Rack ein bisschen tiefer gehängt, damit ich hochspringen kann und praktisch mit dem Springen meinen ersten halben Klimmzug unterstütze. So, das gucken wir uns mal an und dann lasse ich mich ganz langsam runter. Das ist eine sehr wirksame Übung, aber nicht zu viel davon machen. So, und jetzt halten intern bis 10 zählen, Beine natürlich krumm machen, damit man nicht unten auftippt. Und jetzt bis runterlassen, unbedingt bis ganz runterlassen, bis ganz runter, runter, runter. Sonst ist die Übung so umsonst gewesen. Das heißt, den vollen Spielraum des Körpers ausnutzen. Circa 10 Sekunden und erst wenn man ganz unten hängt, dann ist man so weit, dass man sagt, jetzt kann ich mich hinstellen. Also nicht runterfallen lassen, sonst war die Übung beinahe umsonst. Davon höchstens 3 Stück machen, das reicht dann auch dicke zu.